Du willst deine Klimabilanz verbessern, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? Wir zeigen dir, womit du am meisten erreichst. Mobilität. Willkommen an Bord. Die Reise ins schlechte Gewissen beginnt natürlich im Flugzeug. Der Trip auf einen anderen Kontinent verursacht 6200 Kilo für die Strecke Frankfurt-Bangkok. Da kommt sogar eine Kreuzfahrt besser weg. 1514 Kilo CO2-Äquivalent für eine Woche auf hoher See. Du willst von Berlin nach Köln und wieder zurück? Wenn du dafür ins Flugzeug steigst, verursachst du 248 Kilo. Wenn du die Strecke allein im Auto fährst, ist das fast genauso umweltschädlich. 215 Kilo hin und zurück. Im Vergleich? Im E-Auto emittierst du 142 Kilo. Also gar nicht mehr reisen? Nö, Bahn geht schon. 40 Kilo CO2 mit der Bahn von Berlin nach Köln im Fernverkehr. Vor allem aber, öfter mal den Bus nehmen. Fernbusse sind ökologischer als Bahn, weil sie im Schnitt besser ausgelastet sind. 26 Kilo hin und zurück Berlin-Köln mit dem Fernbus. Wir merken, Fernbus ist besser als Bahn, Bahn ist besser als Auto und Auto ist besser als Flieger. Im Grunde ganz einfach.